Diese Schlussphase bei der TSG Baling im Auswärtsspiel war an Spannung definitiv nicht zu überbieten und auch nicht an Freude. In der 88. Minute hat Eros Dazai das Siegtor zum 2:1 geschossen und damit unserer Elf die 3 Punkte beschert. Es war richtig emotional und das war auch nachher bei den Interviews zu spüren. Wir haben uns nach dem Spiel, nach dem 2:1-Sieg im Baling mit Horst Steffen, Eros Dazai, dem Torschützen und unserem Kapitän Kevin Konrad unterhalten. Viel Spaß! Ja, Connes, das da war gerade nochmal eine Wahnsinns-Schlussphase, 2:1-Sieg bei der TSG Baling. Ich glaube, spannender hätte es nicht sein können. Wie sieht die Gefühlswelt aus in dir nach dem Sieg? Ja, jetzt überwiegt natürlich die Freude. Während des Spiels war es eher so ein bisschen genervt, sagen wir mal so, weil irgendwie nichts so richtig funktioniert hat. Der Platz hat seinen Teil dazu beigetragen. Wir waren zu ungenau, zu unentschlossen, haben zu viele Möglichkeiten, nicht zu Chancen und dann letztendlich zu Toren gemacht. Deswegen war es da nervig, aber jetzt ist die Freude natürlich, die überwiegt. Auch für Eros freut es mich sehr. Der reingekommen ist, dann das Ding entscheidet, doch wirklich toll. Man hat trotzdem das Gefühl gehabt, ihr glaubt permanent dran. Die letzte halbe Stunde hat eigentlich nur noch so eine Mannschaft gespielt, war zumindest so der Eindruck von außen. Hattest du das Gefühl auch, dass da trotzdem was geht, auch wenn es schwer wird? Ja, auf jeden Fall. Also das Gefühl habe ich die ganzen letzten Wochen schon. Und ja, jetzt heute durch das Nachholspiel haben wir die Chance, hatten vor dem Spiel die Chance, wieder auf 1 zu springen. Und ich denke, da war der Glaube bis zum Schluss da. Du hast trotzdem schon vorhin angesprochen, es war teilweise auch ein bisschen nervig im Spiel, auch mit Sicherheit nicht ganz einfach. Baling hat auch gerade nach dem Seitenwechsel teilweise auch viele schnelle Angriffe gefahren. Wie schwer war das dann auch zu verteidigen und zumindest in der zweiten Halbzeit noch die Nullzeiten? Ja, ich denke, die hatten auch noch eine riesen Torschuss, die Nico dann vereitelt. Das war gerade so ein Konterball, wo wir tief laufen müssen, dann den zweiten Ball nicht verteidigen, der Ball direkt wieder tief wird und er dann frei vor Nico steht, wo wir einfach zu unkonzentriert, zu offen waren. Das zeigt natürlich, wie gefährlich Baling doch das ganze Spiel über war. Das war auch noch zum Schluss so, wenn wir es nicht geschafft haben, vorne ein Bein vor den langen Ball zu bekommen, dass die dann die Kugel einfach hinter die Kette spielen und wir dann laufen müssen und dann halt die ganze Truppe hinterher muss. Das hat es auf jeden Fall schwer gemacht, weil dann natürlich auch die Kraft nach vorne ein Stück weit gefehlt hat und und die Konzentration dann nachgelassen hat. Deswegen ist der Sieg umso höher noch einzuschätzen. Dann geht es ja jetzt auch direkt schon wieder mit einem spannenden Spiel weiter am Samstag, Ostersamstag, das Spitzenspiel gegen TSV Steinbach-Halger. Wie geht so dein erster Blick voraus auf das Duell? Ja, den Blick, den schauen wir morgen. Jetzt genießen wir erstmal den Sieg, wir haben noch eine lange Heimfahrt vor uns. Nee, aber natürlich geht es da wieder Vollgas, das Ding zu ziehen, auf jeden Fall. Dann kommt gut nach Hause, ruht euch gut aus. Danke, du auch. Ciao, ciao. Eros, jetzt über 90 Minuten im Balingsing gespielt. Ich glaube, die größte Emotion haben wir alle in der 88. Minute erlebt. Du einen voraus. Ja, wie hast du dein Tor, dein Siegestor erlebt und auch die Emotionen, die da mitgeschwommen sind? Ja, ich sehe, dass Maurice da an der Seite langläuft, die Linie entlang, bin dann hinterhergelaufen. Vino kriegt den Ball in der Mitte, macht ihn gut fest, wie eigentlich das ganze Spiel schon. Hat manchmal den richtigen Moment verpasst und dann habe ich einfach geschrien, dass er mir den Ball da ablegen soll und dann hat es gepasst und ich hau ihn rein und dann danach, das kann man gar nicht beschreiben. Wie erlösend war das dann im Endeffekt, weil ihr habt im Prinzip die letzte halbe Stunde nur auf ein Tor gespielt, einen Torschuss nach dem anderen abgefeuert. Was ist da von euch abgefallen? Ja, unglaublich viel. Ich glaube, wir sind besonders in der zweiten Halbzeit dann die ganze Zeit angelaufen. Wir haben gemerkt, dass Balingen dann die Kraft ein bisschen ausging, hatten dann viele dieser Situationen und dass dann eine so erfolgreich abgeschlossen wird, ist wirklich unbeschreiblich. Lukas Schneeberger steht neben mir. Ich habe gehört, der will ich auch noch was fragen. Eros, wie kann man so einen Lauf haben wie heute, diesen Tag? Ich kann es dir nicht sagen. Also ich würde sagen, drauf auf den Lauf. Jetzt Samstag Steinbach vor der Brust und einfach die nächsten 3 Punkte einsacken und dann noch die restlichen 4 Spiele. Da fällt mir nur ein Wort dazu ein: Gänsehaut. Danke. Das waren schöne Schlussworte. Kommt gut nach Hause, Eros, und feiert noch ein bisschen. Ja, Horst, so langsam beruhigt sich hier das Geschehen in der Balinger Arena nochmal. Vorhin war es aber sehr wild, sehr emotional. Wie hast du die Schlussphase dieses Spiels erlebt? Ja, es war anstrengend, glaube ich, für alle Beteiligten. Ja, wir haben gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit ein bisschen zu viel Risiko gewählt und hatten dann eben auch Konter und Torchancen zugelassen, sodass wir uns nicht beklagen können, wenn es auf einmal 2:1 steht. Hatten aber dann auch enormen Druck gemacht, wirklich viele, viele Situationen bis in den 16er gespielt, uns versucht zu drehen, Schussmöglichkeiten uns zu erarbeiten. Immer war irgendwie ein Fuß dazwischen, war schwer, richtig gute Möglichkeiten zu erspielen gegen eine Mannschaft, die dann super
super gut verteidigt hat und einen Plan hatte, wenn sie einen Ball gewinnen, einfach sofort volle Kanne nach vorne zu spielen. War immer die Gefahr, dass dann ein Laufduell, ein Zweikampf mal verloren geht. Haben wir letztendlich wirklich alles reingeschmissen, um das Tor zu machen. Ja, das zweite Tor ist einfach von allen Beteiligten, glaube ich, riesig gewesen. Toller Flugball, tolle Annahme, Hereingabe, Ablage, Schuss. Also es waren viele Szenen, die hintereinander gut waren, die in der ersten Halbzeit zum Teil eben nicht so gut waren, wo ich das Gefühl hatte, okay, da haben wir noch ein bisschen mehr Räume als in der zweiten Halbzeit, wo wir Druck gemacht haben. Ich bin total glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben am Ende. Ja, andere Mannschaften, die da oben stehen, haben es immer wieder mal in den 80. geschafft, Spiele zu gewinnen. Jetzt waren wir heute dran und das haben wir uns verdient. Bevor wir auch gleich nochmal auf die Offensivleistung da in der letzten halben Stunde eingehen, erst nochmal ein Blick auf den Gegner. Du hast es jetzt gerade angesprochen, auch im Vorfeld schon. Diese schnellen Angriffe, die hat man gerade nach dem Wiederanpfiff doch schon ein paar gesehen. Ja. Wie wichtig war es, da auch durchzustehen und ja, wie viel Kraft hat das sicherlich auch gekostet? Ja, es war wichtig, das durchzustehen und ich glaube, es war auch nicht verkehrt, dass wir dann die beiden Wechsel gemacht haben, dass wir eher dann mit einer Raute gespielt haben, die Mitte ein bisschen besser zubekamen und dann natürlich auch in der Offensive mehr Leute im Zentrum noch hatten, um torgefährlich zu werden. Hatte also zwei Dinge und dann fand ich, war es auch ein bisschen besser, was die Kontersicherung anbelangt und die Kontergefahr anbelangt. Aber es war eben auch so, dass wir das Risiko eingehen wollen. Wir wollten das Spiel gewinnen und wir können nicht sagen, wir machen unentschieden und gucken, dass wir eine gute Restverteidigung haben, die nicht kontern und wir kriegen selber keine Angriffe Richtung Tor. Deshalb war klar, dass wir da ein Risiko gehen. Wir haben es letztendlich belohnt und wie gesagt, ich denke auch, dass es verdient war. Du hast es jetzt wieder kurz angerissen. Du hast diesmal ein bisschen anders gewechselt als sonst. Sonst hast du meistens Valjung Vino geswitcht. Jetzt hast du beide in die Schlussphase reingeschickt in der Kombination. Was waren deine Gedanken dahinter? Ja, es ist so, dass Valdi halt schon immer seine Torgefahr gezeigt hat in den letzten Wochen und dass wir dann eben einen haben, der tief sucht, der aber auch eben sich den Ball gerne hinlegt und fackelt und auch Selbstvertrauen hat. Vino, fand ich, war gut im Spiel, deshalb wollte ich ihn nicht rausnehmen und ich wollte auch klar machen, dass wir auf jeden Fall das Spiel gewinnen wollen und dann Stürmer für Stürmer zu wechseln, ist vielleicht nicht unbedingt das beste Signal und bin das Risiko eingegangen, dass wir vielleicht einen Konter kriegen. Ja, mit Eros dann eben noch einen, der noch Pässe findet, noch ein bisschen mehr Spielgestalter dann noch sein kann und dementsprechend auch mehr Leute ins Zentrum bringen, wenn wir außen mal durch sind. Ja, Plan hat funktioniert am Ende des Tages, muss man sagen, war schön, das zu sehen, dass es auch gemeinsam funktioniert. Es ist immer schön, wenn man was Neues ausprobiert und es funktioniert. Die Freude war jetzt sichtlich groß, gigantisch, möchte man fast sagen. Wie viel Feiern ist jetzt noch erlaubt und wann geht der Blick auf Steinbach, was ja schon wieder ein richtiger Knaller wird zum Wochenende? Ja, es ist so, dass ich einfach sage, wir sollten das genießen, einen Last-Minute-Sieg oder nicht ganz Last-Minute-Sieg einzufahren hier, der hart umkämpft war. Wir dürfen feiern, dass wir Tabellenführer sind. Das machen wir und morgen geht es in die Regeneration und dann bereiten wir uns auf Steinbach vor. Es wird jetzt jedes Spiel wahrscheinlich so laufen wie heute, dass es einfach hart umkämpft sein wird. Haben wir in den letzten Wochen erfahren. Wir sind jetzt regelmäßig als Sieger vom Platz gegangen. Das darf auch bis zum Ende so bleiben. Vielen Dank, Horst. Kommt gut nach Hause und dann sehen wir uns am Wochenende nochmal. Dankeschön. Mal.